Der Wald ist für mich Lieblingsort und totaler Albtraum zugleich. Also tagsüber liebe ich den Wald, aber nachts, wenn ich nachts allein im Wald wäre, würde ich sterben vor Angst. Mein Name ist Melanie Rabe, ich schreibe Thriller und mein neuester Roman heißt Die Wälder. Ich komme ja tatsächlich aus einem ganz kleinen Dorf. Das ist übrigens auch nicht dieses Dorf, aber ein Dorf spielt auch in meinem neuen Roman eine große Rolle. Und ich bin natürlich so ein richtiges Landei und für mich ist es wahnsinnig aufregend, jetzt in aller Welt rumzujetten und über meine Bücher zu sprechen und im Fernsehen in Talkshows zu sitzen. Das kommt nicht natürlich für mich. Das ist für mich alles sehr aufregend, sehr positiver Stress, aber Stress. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass ich da ähnlich wie meine Hauptfiguren so ein bisschen über mich hinauswachsen muss hin und wieder. Herkunft ist etwas, was für mich total wichtig ist, etwas, was ich auch viel in meinen eigenen Texten reflektiere. Und ich glaube, deswegen hat mich auch das Buch von Sascha Stanišić so berührt, weil es so mit der eigenen Identität verbunden ist. Wo kommen wir her? Was hat uns geprägt? Und ich stamme aus einem kleinen thüringischen Dorf ursprünglich, habe da die ersten 8 Jahre meines Lebens verbracht und bin dann in NRW gelandet, komme aus der DDR, lebe jetzt im Westen und habe anhand dieses Buches meine eigene Herkunft auch nochmal so ein bisschen reflektiert tatsächlich. Ich brauche zum Schreiben eigentlich gar nicht viel. Das ist ja das Schöne, dass man wirklich nur den eigenen Kopf, das eigene Herz braucht, die eigenen Ideen, keine Ressourcen, kein Geld, keine teuren Materialien, keine anderen Leute. Aber was ich brauche, ist Ungestörtheit. Die hat man natürlich nicht immer und das ist der ewige Kampf, irgendwie ein paar Stündchen rauszuschlagen, alleine am Schreibtisch fokussieren, schreiben. Tatsächlich ist mein Freundeskreis auch etwas, was mich sehr inspiriert. Also der ist sehr durchmischt, sowohl was Geschlecht und Alter und Nationalitäten und so betrifft. Dadurch bekomme ich viele unterschiedliche Perspektiven mit und das hilft natürlich auch bei der Arbeit. Starke Frauen oder facettenreiche, interessante Frauen spielen eine riesige Rolle in meinem Leben, weil das meine Freundinnen sind, meine Familienmitglieder, Frauen, mit denen ich gerne arbeite. Und das hält natürlich auch in gewisser Weise Einzug in meine Romane. Also meine Hauptfiguren haben unterschiedliche Facetten, haben auch ihre Schwächen, aber haben natürlich auch ganz große Stärken und sind in der Lage, über sich hinauszuwachsen, was ich toll finde. Mich beeinflusst natürlich alles, was ich erlebe, alles, was mir widerfährt, alles, was mich geprägt hat, sehr bei meiner Arbeit. Natürlich auch die Tatsache, dass ich eine Frau bin. Das führt bestimmt auch dazu, dass ich gerne mir Frauen als Hauptfiguren wähle. Ich würde gar nicht ausschließen, dass es auch mal ein Mann sein könnte, aber ich schreibe wahnsinnig gerne über Frauen mit vielen Facetten und vielen Seiten. Mein Leben, seit ich als Autorin erfolgreich geworden bin, hat sich einerseits sehr verändert, andererseits überhaupt nicht. Beruflich ist alles anders, ich bin viel unterwegs, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, aber mein Umfeld und die Basis meines Lebens, meine Familie, das ist alles gleich geblieben und das ist natürlich auch sehr schön.